Ihr habt heute den ersten Wettkampf in der zweiten Bundesliga geturnt nach einer Zeit und gleich mal gewonnen. Wie ist der Wettkampf gelaufen? Erzählt mal so von Gerät zu Gerät, wie es war. Ja. Also der Anfang war ein bisschen wackelig und so, aber wir haben uns halt immer gesteigert pro Gerät und ja, hat sich gelohnt. Ich habe mit mir der anderen Sarah einen Vierkampf geteilt und eigentlich haben wir alles zusammen gut geschafft, ne? Ja. Ja, also mein Wettkampf war auch ganz gut, außer Baren, aber das war okay und wir haben alles eigentlich gut zusammen gemacht. Eure Trainingssituation in Köln war jetzt im letzten nicht so gut. Erzählt mal so euren Tagesablauf. Ihr geht ja alle wahrscheinlich noch zur Schule oder der Großteil, was ihr macht am Tag. Also wir sind zur Schule gegangen und danach haben wir jetzt ein Dreivierteljahr in Bergisch Gladbach trainiert, in der RTB-Halle und und ab nächsten Dienstag trainieren wir wieder in Köln. Also wir sind dann nach der Schule immer eine Stunde fast zum Training gefahren und dann abends wieder eine Stunde zurück und das war nicht so gut. Das heißt, es wird jetzt besser. Was sind eure Ziele für dieses Jahr, für die Bundesliga-Saison noch? Weil ihr lagt ja jetzt schon einige Punkte weit vorne, obwohl ihr eigentlich ziemlich viele Stürze insgesamt hattet. Wie geht's weiter? Ja, also wir wollen gerne aufsteigen. In die erste Liga wieder. Direkt wahrscheinlich, oder? Ja, hoffen wir mal. Ja, aber ich glaube, das wird auch klappen. Okay. Sarah, du hast dieses Mal das erste Mal einen Kürwettkampf geturnt oder das erste Mal alle Teile im Kürwettkampf. Am Boden hat sie auch richtig gut funktioniert. Was sind deine Ziele so für den ersten Wettkampf und wie hat es sich angefühlt? Also, ich war sehr aufgeregt und habe auch sehr doll Angst gehabt. Aber meine Ziele sind es, demnächst ein bisschen sicherer zu machen, damit ich auch stehen kann halt. Ja, und auch mehr Punkte erreichen kann. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück beim nächsten Wettkampf und hoffe, ihr könnt es jetzt noch gut.